Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Mass Effect 2. Im letzten Part haben wir ein Massenportal in die Luft gesprengt und sehr viele Batterianer mit dazu. Und ja, wir reden gerade mit Hackett. Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Ja. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, Sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Ich habe Dr. Kensons Beweis bestätigt. Die Reaper kam und die Zerstörung des Portals war der einzige Weg, sie aufzuhalten. Kenson hatte mich fast 2 Tage lang ruhig gestellt. Als ich die Triebwerke startete, blieb mir nur noch eine knappe Stunde. Ich habe versucht, die Batterianer-Kolonie zu warnen, aber die Zeit war zu knapp. Die Batterianer melden keine Überlebenden auf Aratot. Wenigstens haben sie es versucht. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Und ich habe ganz viele Schüsse in meinen Arsch bekommen. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batterianer werden Blut sehen wollen. Oh, es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batterianern. Aber nicht, solange sich die Kollektoren da draußen unsere Kolonisten greifen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Ja, aber mein Handeln hat viel mehr Leute gerettet. Egal welcher Spezies, das, auch wenn es scheiße gelaufen ist und ich sie warnen wollte und ich nicht warnen konnte, wegen deiner Tussi. Und außerdem habe ich Videomaterial. Du kannst dir die letzten 2 oder 3 Parts anschauen, dann weißt du, dass ich die Wahrheit sage. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Oui. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Oh, Hackett, darf ich dich jetzt umarmen und drücken? Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Oh nein. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Dito. Aber sie haben sie wiederbelebt und sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ja, das ist auch mein Beweggrund. Ist die Allianz wegen der batterianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batterianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batterianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Was unternimmt die Allianz wegen der Kollektoren? Wir stellen Flotten bei unseren großen Kolonien auf und evakuieren die kleinen. Aber die Schiffe, die auf Kollektoren gestoßen sind, haben sich nicht mehr gemeldet. Wir sind ihnen unterlegen. Ich hoffe wirklich, dass Sie und Cerberus noch ein Ass im Ärmel haben. Ich stehe nach dieser Mission gerne für einen Prozess zur Verfügung. Ja, und wir wissen Freut alle, was mich, dass die Arbeit für Cerberus ihrem Ehrgefühl nicht geschadet hat. Blöde Allianz-Hainis. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander. Oh, ich will ihn umarmen. Ich mag Hackett und Anderson einfach. Die sind einfach cool. Für das, dass sie eigentlich so Allianz-Typen sind, sind sie wenigstens, haben sie keinen Stock im Arsch. Yay. Dr. Amanson, ja. Bing. Dr. Amanda Kenson wurde aus einem batterianischen Gefängnis aus dem Planeten Blabla gerettet. Shepard hat ihre Beweise für die Reaper-Invasion bestätigt. Shepard wurde von Kenson gefangen genommen, die von einem Reaper-Artefakt indoktriniert worden war. Shepard entkam und aktivierte das Projekt, wodurch das Alpha-Portal zerstört und die Reaper-Invasion aufgehalten wurde. Dr. Kenson hat nicht überlebt. Das Bashak-System und all seine Einwohner wurden vernichtet. Ja, ich hätte Dr. Kenson vielleicht in die Hand schießen können, aber... Im Endeffekt ändert das nicht großartig was am Ausgang, denn die Herrschaften
Schrägstrich der Rat und die ganzen Affen, die da so rumgammeln, sind eh alle ein bisschen verbohrt und kurz von KP. Also von daher ist das immer so eine Sache. Die glauben eh nur, was sie glauben wollen. Der Punkt ist, wir wissen, wir haben unser Möglichstes getan. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Wow. Jack will freiwillig mit mir reden? Was mit der passiert? Hat irgendjemand Jack indoktriniert? Ich muss erstmal meine Fische füttern. Also die im Spiel. Ich weiß nicht, was ich von Grunt halten soll. Mein Psychoreport cool. War über O'Kear. Wir haben keine Garantie, dass Grunt mental stabil Klappe, ist. Klappe, Grunt ist cool. Es kommt mir so vor, als sei ihm absolut alles egal, einschließlich wer lebt oder stirbt. Ja, aber Grunt muss sich auch erstmal an das ganze Gedöns gewöhnen. Das ist ein Gibt Tank es etwas, das ich wissen sollte? Jack würde gerne in ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Du bist das dumm. Wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ja, ja. Bi, 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 bi. Die regt mich auf. Wenn die nur die Fische füttert, wenn man mit ihr rumbaggert, dann kann sie das knicken. Noch leben sie. Hier bitte schon. Essen. Essen. Man sollte sie nach jeder Mission füttern. Das ist echt ein bisschen annoying. Weil, ja. Okay, ich habe auf jeden Fall keine Romanze mit Ashley Pimmelin. Weil sonst wäre da ein komisches Bild gewesen. Jacob Taylor. Jack Grant Said. Ja, wir machen... Fangen wir von unten nach oben wieder an. Quatschen mal eine Runde mit den Leuten nochmal. Ich meine, ich hätte gerne diese Uschi da gerettet, aber ich wollte jetzt auch nicht unbedingt eine Renegade-Aktion und ihr das... Warum auch immer das Renegade ist, wenn man ihr das Ding aus der Hand ballert, also... Auch ein bisschen Blödsinn. Oder hätte man sie dann erschossen, vielleicht? Ich schätze mal, das Ding wäre so oder so in die Luft geflogen. Okay, hast du irgendwas zu sagen, was nicht blöd ist? Nachschlag gefällig? Ein Kumpel und ich wurden angeheuert, einen Typen auszuschalten. Matthias, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Aber es war eine Falle. Wir wurden von einem Killerkommando angegriffen. Mhm. Zwei Batallianer, ein Korganer, ein Hanar. Mhm. Die verdammte Qualle hätte mich fast erwürgt. Ein Hanar? Wochenlang eine Halskrause getragen. Seitdem habe ich keinen Hanar Der mehr funkt unterschätzt. Hier rum. Nicht mehr mit. What the fuck bist du für ein Attentäter, Joe? Also für einen Söldner. Wenn du von einem Hanar umgenockt wirst, fast lol. Shepard. Ah, das ist ein Idiot. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Ich bin nur. Ich sitze hier und denke an das Bild. Und langsam begreife ich es. Ein Bild aus dem Tank von der Schlacht von Kanrum. Ein toter Turianer, ausgezogen. Ohne Panzerung sieht man die ja selten. Auf seinem Kopf ein kroganischer Stiefel und ein Klauenhammer. Es ist unter der Stirnplatte, man muss ihn nur zurückschieben. Die Augen sind schon schwarz geworden und man sieht die Anspannung in den Muskeln. Man spürt, dass sie kurz davor sind zu reißen. Ich begreife. Kanrum sagt mir nichts. Der Tod von Shiaga, einem weiblichen Warlord. Die Turianer haben sie getötet, also wurden sie gejagt, um ein Exempel zu statuieren. Obwohl sie den Krieg gewonnen haben. Es war das letzte Aufbäumen vor dem Ende der Rebellion. Man muss vielleicht dabei gewesen sein, aber ich verstehe den Witz nicht. Es ist kein Witz, es ist einfach nur super. Ein Turianer wird für seine Untaten in Fetzen gerissen. Bisher habe ich nichts gespürt, aber jetzt begreife ich. Es war ein guter Kampf. Ja. Der Feind wurde vernichtet, um sie alle zu bestrafen und ihnen eine Botschaft zu schicken. Ich begreife es. Ich hasse Turianer. Ich dachte, das würde sie freuen. Ich weiß ja nicht, ob ich in Zukunft noch für solche Gespräche hier runterkommen werde. Von mir aus. Man muss nicht befreundet sein, um gemeinsam starke Doch, Feinde zu bekämpfen. Das wird noch ein bisschen besser. Ich dachte nur, es würde sie interessieren, dass ich langsam eigene Gründe für meine Kämpfe finde. Dämlicher Hass plus Idiotiemüll ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, dass du vielleicht aus deinem was auch immer lernst. Das ist ein bisschen Möpp. Komm, die Treppe schon wieder nicht runter. Okay, was willst du? In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Mhm.
Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wo rennst du denn wissen hin? Sie auch, wie weit das zurückgeht? Oh nein. Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte? Er ist nicht mein Kumpel. Gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder. Sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Ich will mich jetzt nicht Dingsen beschweren, aber wenn man dich im Kampf dabei hat, bist du echt relativ nutzlos. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt. Aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Das ist ein Schreibfehler, weinendes kleine Mädchen steht da. Sie stehen aber auf die Macht, die sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Wie sind sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Okay. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. Oh. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. What the... Actually F. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Ja, wenn nicht, trete ich ihm in den Arsch. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Oh, shit. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Na gut. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Nee, tust du nicht. Das ist okay. Pissnaken-Anlagen zerstören, wo Pissnaken-Aktionen gemacht wurden, ist nicht unbedingt jetzt eine Sache, wo ich sage, dafür schuldet man mir Dank. Das ist so eine Sache, wo ich normalerweise an einem Sonntag mache. Ich sollte mir bessere Hobbys aussuchen für Sonntage, anstatt komische Basen von Freaks zu zerdingsen. PS, es bringt auch nicht viel, mit sich Leuten zu unterhalten wie Said, der einfach nur ein Trottel ist anscheinend und irgendwie einer eine Glatsche hat. Vielleicht wird er noch anders, wenn man mal mit ihm eine Mission macht, die nicht komplett Banane ist, aber ja. Das Ding ist, ich weiß genau, wenn ich da auf diesem komischen Planeten lande, wo Jack will, dass wir landen, dann muss ich Jack mitnehmen und dann, ja, ich nehme Garrus dann noch mit. Da habe ich wenigstens einen noch, der kämpfen kann, weil Jack ist jetzt nicht unbedingt so die Kampfmumme. Oh nein, ich bin im Kreis gelaufen. Die ist eher ein bisschen Luschi-Muschi. Hi. Ich habe gerade an sie gedacht.
Oh Gott. Eines der Mädchen von der Navigation glaubt, sie könnte schwanger sein. Sogar an Bord eines Cerberus-Schiffes findet das Leben einen Weg. Ja, weil die den verhüten. Ich muss schon sagen, Jacob ist... ziemlich ernsthaft. Ob er wohl auf Japanerinnen mit einem Hang zur Kleptomanie steht? Versuch's einfach. Ich werde dir dabei nicht im Weg stehen. Und... wer will schon Jacob? Mal abgesehen davon. Ja, viel Spaß mit Jacob, wenn du dann weißt, was er im dritten Teil macht. Wenn wir etwas Zeit haben, würde ich gern nach Ilium fliegen und die Familie meiner Schwester umsiedeln. Ich sage Ihnen ist natürlich, ja gut, Miranda. Miranda hat jetzt nur noch das zu sagen. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass Leute, die Sachen aus einem Sieb sammeln, zufällig Leute umbringen. Shepard, brauchen Sie was? Willst du jetzt mit mir reden? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. So! Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, ja. Nur willst du nicht mit mir reden und dann bin ich deprimiert und dann muss ich weinen und dann bla 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 bla. Gut. Anscheinend habt ihr nichts Neues zu sagen. Schauen wir mal noch kurz bei Dr. Mordin und dem ekligen Jacob. Ich meine, dem tollen Jacob vorbei. Vielleicht steht er ja auf Kazumi. Ich kann ihn ja mal unauffällig fragen. Hey, Jacob, stehst du auf Kazumi? Ich meine, meinetwegen steht er auf Kazumi. Meinetwegen steht Kazumi auf den, das ist mir Wayne. Das ist nichts, was ich sagen muss. Oh mein Gott. Nein, das will ich nicht. Dr. Mordin. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Hast du was zu sagen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später vielleicht. Noch etwas? Gut. Bin Nein. hier, wenn Sie mich brauchen. Ja. Au, ich bin gegen die Tür gelaufen. Aber das soll ja niemand sagen, dass ich nicht bereit bin, mit meinen Crewmitgliedern zu reden. Auch mit den Nervigen hier. Da. Ich hoffe, wir können... Ist noch etwas? Wir sprechen ja, schon mal. Ja, ist ja gut. Wir können Was auf Mimimi los? Ich muss meinen Papi finden. Ich bin ein Blödel. Bla, 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 bla. Zuerst schauen wir mal kurz ins Tagebuch. Ja. Da, 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 da. Justika, den Attentäter. Shadow Kacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, was haben wir hier noch? Nein. Rosalie. Fliegen Sie nach Siona, Elista ist mal Grenze und suchen Sie Hammer-Prototypen sowie Hinweisen für Verbleib von Dr. Chris, Dr. Oloy. Absturzstelle der Normandie, das wollen wir noch nicht. Ich würde sagen, wir machen erst das und dann machen wir... Oder wir... Nee. Wir rekrutieren jetzt... Attentäter. Nach Ilium. Im Tassal-System des Halbmondnebels fliegen. Elista Ismar-Grenze. Elista Ismar-Grenze zu Luna. Wir sind im Sol-System. Wir sind hier auf... Ding. Oh, die Erde. Oh, ich kann einfach unsere Heimatplaneten anzapfen oder was? Sonde gestartet. Okay, das mache ich später. Nein! Oh, das wollte ich doch nicht. Was mein... Ach, da. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier bin ich. Da bin ich. Beziehungsweise, ich werde jetzt doch mal hier diese Planeten noch scannen und beende den Part jetzt einfach mal hier. Dann kann ich noch ein bisschen Mineralien sammeln, dann müsst ihr euch das nicht anschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Crewgesprächen und
lasst mich eure Meinung wissen. Wen sollen wir denn als nächstes rekrutieren, falls wir jetzt dieses Raumschiff-Mission machen? Maybe habe ich ja bis dahin schon den ersten oder den ein oder anderen rekrutiert, bevor ihr schreibt, denn ich nehme das ja immer alles ein bisschen im Vorfeld auf, damit eben genug Parts vorhanden sind. Ja, mal gucken. Vielleicht tippt ihr auch richtig, wen ich als nächstes rekrutiere, ne? Wer weiß. Ich danke euch fürs Zusehen, über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich auch wieder sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.